Der Braker Binnenhafen ist mit seinem maritimen Flair immer einen Ausflug wert. Bei strahlendem Sonnenschein lohnte sich an diesem Wochenende der Besuch besonders. Denn anlässlich des 225-jährigen Hafenjubiläums fand das 4. Braker Hafenfest statt. Ob zahlreiche Verkaufsstände zum Stöbern, Spielspaß für Kinder in einem riesigen Wasserball oder Leckereien von Fischbrötchen bis zum Crepe. Rund um den Binnen- und den Kanalhafen gab es für die Besucher jede Menge zu entdecken. Ja, es sind viele Attraktionen da, viel für die Kinder auch, was ich sehr schön finde. Das Wetter spielt hier auch super mit, also von daher finde ich toll. Ja, und weil es ein besonderer Geburtstag ist vom Braker Hafen, der ist ja auch wichtig für die Stadt. Weil viel los ist hier und weil man viele Bekannte trifft. Und ich freue mich heute Abend auf die Musikgruppe. Bootsmann-Café noch vor! Besonders spannend wurde es bei der Kutterpull-Regatta. Die Regeln der Sportart sind einfach. 10 Leute rudern und einer macht Krawall. Hast du den gesehen? Ja, guck mal ihm zu da. Pass auf, wir gehen los. Paddel im Wasser und Gas geben. Mannschaften traten bei dem Wettbewerb gegeneinander an und hatten offensichtlich eine Menge Spaß. An den Riemen, so heißen beim Kutterpullen die Ruder, sitzen Laien. Nur der Steuermann, der in jedem Boot die Kommandos brüllt, ist ein Profi. Die Schwierigkeit ist, eine gute Koordination reinzukriegen, dass alle gleichmäßig ziehen mit der gleichen Stärke. Und natürlich auch, es erfordert das ein bisschen Kraft und dass man die Kondition über das ganze Rennen hält. Zahlreiche Zuschauer ließen sich das Rennen nicht entgehen und hatten dabei eine ganz bestimmte Aufgabe. Mein Freund und ihr Bruder, der rudert da jetzt mit und den müssen wir gleich anfeuern. Das Besondere an der Regatta ist, dass das nicht jeden Tag stattfindet und dass das alles ungeübte Menschen sind, die das sich zutrauen, einmal in so einem Kutter zu sitzen und zu pullen. Überhaupt, dass es stattfindet, das finde ich gut. Wer da gewinnt, ich glaube, das ist völlig anderlei. Es ging also um den Spaß. Nicht nur im Wettkampf. Auch für die Besucher war das 4. Braker Hafenfest ein voller Erfolg.